ich bin durch Münster durch, bin vorhin auf dem Radweg von Alfons, dem Streckenverlauf 2 Kilometer folgen, älter, eingeladen worden, doch bei ihm das Zelt im Garten aufzubauen. Das ist natürlich eine super Geschichte. Er sagte auch, ich wohne direkt am Kanal, ist gar kein Thema. Ja, da fahre ich jetzt hin in die Richtung und dann schaue ich mir das mal an. Das ist natürlich richtig cool, wenn man so ein Ziel hat. Ich muss mal eben schalten, sonst wird das hier nichts. So, Tag ging runtergeschaltet, dann geht das auch wieder ab. Ja, da freue ich mich schon drauf. Anscheinend gehen die Leute hier rein. Ich weiß nicht, wie sauber oder nicht, aber ist auch egal, wenn man sich danach abspült. Ich habe noch circa 3-4 Kilometer bis zu ihm. Und ja, fand ich voll cool. Ist so ein Weltenbummler. Ist mit dem Jeep schon in Südamerika unterwegs gewesen, am Amazonas. Solche Sachen. Er hat bestimmt viele Geschichten zu erzählen. Und vielleicht auch ein paar Fotos zum Zeigen. Da fahre ich jetzt hin. Oh ja, hier ist eine Slipanlage direkt um die Ecke. Boah, das Wasser ist aber klar. Für so ein Kanal. Richtig gut. Ja. Mal gucken. Ich werde jetzt mal hier reinhüpfen. Und hoffen. Na, ich habe Flipflops an. Hoffen, dass ich nicht mit dem Handy jetzt hinfalle. Ansonsten ist es schon mal schön kühl. Ja, gleich mit der Radlerhose rein. Die ist nämlich sowas von siffig. Und ich glaube, das T-Shirt kann ich auch gleich anlassen. Ja, ich gehe mal eine Runde. Ah, das Wasser ist ungewöhnlich klar. Geh mal eine Runde. Kalt. Stell das mal hier. Dass es nicht umfällt. Das sieht doch schon gut aus. Da kann ich was mit anfangen. Oh. Ist es herrlich. Ah, so kann man auch mal die Flipflops sehen. Oh. Erlebnis. Aber wenn ich mich so sehe, muss ich mal wieder zum Friseur. Ja, okay. Ich tauche da mal unter. Das halt schon mal ausprobieren wollte, habe mich aber auch nicht direkt getraut. Jetzt probiere ich es in der Hoffnung, dass alles funktioniert. Das schaue ich mir doch gleich mal an. Am Kanal war ja bin bei dem Alfons eingeladen worden. Hier ist ein ganz toller Bootslip, wo man super ins Wasser gehen kann. Coole Sache. Jetzt zeige ich euch mal, wo es hergeht. Einfach mit mir mit. Guck, jetzt bist du auf Video. Jetzt kannst du nichts mehr dagegen machen. Ja.
Ja, meine Nummer weiter. Das war jetzt der Alfons tatsächlich nochmal. Der hat mir noch ein Bier hingestellt. Ja, hier geht's rein in den Garten. Hier habe ich ein schönes Eckchen, wo ich sitzen kann, wo mein Rad ist. Ne? Ich habe wieder mal Schwein gehabt. Hier habe ich mein Zelt. Ne? Da ist der Kanal. Ah, wunderbar. Also besser kann es ja eigentlich gar nicht sein. Ja, so schön habe ich es heute nicht erwartet, aber wie das so ist, man weiß nie, was hinter der nächsten Kurve kommt. Mich hat es tatsächlich mal wieder besonders schön getroffen. Ich sitze hier in so einer ruhigen Ecke mit Feuerschale und allem. Da vorne ist der Kanal, da so läuft er her. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn ich das ein bisschen hochhebe. Fahren immer die dicken Pötte da durch. Ja, ich habe ein paar Bierchen geholt, die sind aber nicht alle für mich. Und da penne ich heute Nacht und morgen früh hüpfe ich da erstmal gleich nochmal in den Kanal rein, weil das war super schön und sauber da. Okay. Das hier ist der Alois. Der war gestern Abend ein bisschen aktiver. Ja. Da ist er auch. Da kommt er schon an. Quer wird er vielleicht noch durch die Stäbe durchpassen, aber das weiß er nicht. War das Bier für mich? Ja. Danke. Das ist die Amalie. Die Amalie, ja. Das glaubt mir keiner. Ich stehe hier am Dortmund-Ems-Kanal. Mit den Füßen im Wasser. Und das Wasser, das ist so fast so klar wie in Kroatien. Das ist der Hammer hier. Ne? Ich springe da jetzt gleich nochmal rein und dann geht's nach Hause. Dem hat Lohr mal nicht. Hier leider. Ja. Lauf nach Russ. Lügt. Hier haben wir eben. Das ist ja. Oh. Ja, ne? Haben wir echt da abzulöschen. Ja, von am Sextring mit dem Lohr. Mit dem falschen Eigen. Was noch mehr. Nachts mit dem Gasdastelner. Wir werden uns da nicht in den Kiosk so aus der Bumpy machen. Ich wollte kein Gasdastel. Gasdastelner mit Hartnüssig, Festigte Union. Nun ist mein letzter Tag. Ich bin südlich von Münster. Das Wetter ist top. Ja, ich bin hochgefahren zum Kap oder auch gerade hier nach Rinkerode. Meine erste Etappe. Und ja, die Felder waren gerade noch am Wachsen, alles war noch grün und der Mais, der war, wenn der 20 cm hoch war, war der aber glaube ich fast schon nicht. Und ja, jetzt ist der Mais schon kurz vor der Ernte, die Felder sind stoppelig und abgeerntet, so ist die Zeit vergangen. Viel zu schnell, wie ich finde, die letzten... Ja, über 10 Wochen hätten ruhig etwas langsamer sein können noch, aber so ist das auch. Die schönste Reise geht irgendwann vorbei.
Ja, ich genieße meinen letzten Tag, hatte noch mal einen ganz tollen Abschluss bei ganz netten oder bei einem ganz netten Menschen. Insofern kann ich mich gar nicht beklagen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an mein erstes Video, was ich überhaupt gesendet habe. Und da ging es darum, dass hier vorne die Hönne in die Ruhr reinfließt und in die Richtung nach da. Da geht es nach Duisburg und da hoch geht es nach Winterberg. Das hat sich in 10 Wochen nicht verändert. Ich wollte es einfach noch mal mit ins Video nehmen. Mit mir drauf. So, da ist er. Ich trage lange Klamotten, nicht weil das Wetter so schlecht ist, sondern weil das Wetter so gut ist, weil ich schon so viel Farbe abbekommen habe. Ja. Jetzt geht es weiter nach Hema auf den Radweg von Menden. Noch ein Eis holen zwischendurch und dann geht's weiter. Oh, wahrscheinlich kommt euch der Weg jetzt hier bekannt vor. Kommen gerade aus Menden raus. Links von mir ist die Edelburg. Da geht's dann im Winter wieder los mit Holz machen im Wald. Ja, ich bin so langsam in meiner Heimat. Da schaue ich mal. Mal gucken, was gleich zu Hause passiert. Hier hat mich Jörg dann doch noch erwischt, als ich gefahren bin vor 10 Wochen an der Stelle. Und ja, mal gucken, ob er mich an der Stelle oder an einer anderen Stelle dann gleich nochmal erwischt. Ich rechne ja mit interessanten Dingen. Ich komme nämlich jetzt hier, ich komme jetzt in meine Heimat. Und Freunde von mir wohnen im Berg rauf, hier am Lettenberg. Und die stehen da auf dem Fahrradweg und warten auf mich. Ja, so. Und da fahre ich jetzt drauf zu. Yay, hallo. Toll. Ihr habt mich erkannt! Dankeschön! Das ist ja toll! Wow! Ich zoome mal drauf! Das ist ja eine Überraschung! Ja, wunderbar! Geht's euch allen gut? Ihr seid auf Video! Ich mache jetzt wieder aus! Von der Schokoladenseite zeigen! Tschüss! Keine gute Tröte. Da hätte ich aber mehr erwartet. Komm her, lass dich drücken. Böp, böp, böp. Hallo. Hallo. Wie war denn die Zeit ohne Vater? Mama hat eine scheiß Stimme. Ach, du heiliger Strohsack. Ja, findest du mich etwa? Ja. Das geht aber nicht. Okay. Ja, da stehen schon Menschen. Weg, 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 weg. Und die nächste Fahrt geht rückwärts, wärts, wärts, wärts. Hallo. Hallo. Na, geht's euch allen gut? Oh, da sind aber viele Autos. Ist die Presse hier? Ja.
Ah. Du Frack! Haselnuss Butterkuchen, Schweinehund! Ja, du kriegst auch ein Küsschen! Ja, ich bin's, wo ich lebe noch! Ich bin nicht von den anderen Wölfen gefressen worden! Ein Hundeküsschen! Du musst hochfahren! Ja! Haselnuss! Hallo! Geh du schön zu Frauchen! Ich war ja auch nur 10 Wochen weg. Ich fahr hoch. Hallo, hallo, hallo. Es sind aber viele Leute. Ihr macht ja eine richtige Party hier. Wow. Hallo. So, jetzt seid ihr auch mit drauf. Könnt ihr gar nicht vermeiden. Jetzt komme ich nochmal von oben und filme das nochmal. Ah. Ja. Ha. So. Und nochmal. Ja. Danke, danke. Hallo. Hallo, ich bin wieder da. Hallo Brigitte, danke für deine Gabe. Ich mache erst.